Herzlich willkommen und in diesem Video möchten wir einen 10-Punkte-Plan besprechen, wie ihr euren ersten Cash-Secured Put handeln könnt. Das heißt, wir werden heute eine strukturierte Schritt-für-Schritt-Anleitung diskutieren, wie ihr diese ganze Thematik für euch verstehen könnt und dann aber auch in der Praxis anwenden könnt. Ich werde in diesem Video versuchen, den Spagat zu schaffen zwischen den Grundlagen und den Basics der Optionsstrategie, die dahinter steckt. Denn mit dieser Optionsstrategie verknüpfen wir ja das Thema Investment mit dem Optionshandel. Aber im letzten Detail, sonst würde das Video hier einen halben Tag dauern, das werde ich nicht besprechen können, aber ich werde euch viele weitere Informationen geben, wo ihr euch darüber tiefer noch informieren könnt. Zunächst mal, was ist ein Cash Secured Put? Wir wissen, wenn wir jetzt zum Beispiel eine Aktie kaufen möchten, und ich nehme hier in diesem Video das Beispiel der Coca-Cola-Aktie, die steht jetzt aktuell bei 63 Dollar, dann könnte ich jetzt hier zum Beispiel einfach auf Market Buy, also eine Market Order zum Kaufen in meinen Broker, an meinen Broker übermitteln, und ich würde zum Beispiel hier 100 Aktien für rund 63 Dollar kaufen. Das wäre dann ein Investment von 6.300 Dollar. Ich könnte aber auch sagen, okay, das ist mir jetzt eigentlich aktuell hier mit den 63 Dollar, ist mir eigentlich ein bisschen zu teuer. Ich möchte die Aktie erst in einen Rücksetzer kaufen. Zum Beispiel, wenn der Preis hier nochmal herunterkommt auf 61 Dollar, weil hier das letzte Zwischentief, das können wir hier auch mal mit einem Kreis markieren, weil hier das letzte Zwischentief lag. Und das könnte ich machen, indem ich zum Beispiel sage, okay, ich lege eine Limit-Kauforder in den Markt bei 61 Dollar. Wenn der Preis dann hier runterläuft und trifft diese Limit-Order von 61, dann wird meine Order ausgeführt und ich kaufe dann eben zum Beispiel 100 Aktien für jeweils 61 Dollar, also ein Gesamtinvestment von 6.100 Dollar. Die Alternative, und das ist für uns eigentlich auch die beste Möglichkeit, ist zu sagen, aber ich handle einen Cash-Secured Put. Das heißt, wenn ich jetzt sage, okay, das ist hier für mich ein Verkaufsniveau, ein Kaufniveau, dann lege ich das erstmal fest. Wir machen das dann später noch im Detail. Und ich sage, okay, ich verkaufe hier eine Put-Option. Und diese Put-Option, die hat zum Beispiel den sogenannten Strike, also das ist quasi das Preislimit, um es mal ein bisschen umgangssprachlich zu nennen, bei 61 Dollar, hat eine Laufzeit von, sagen wir mal, 60 Tagen. Jede Option hat eine befristete Laufzeit. Und wenn am Ende der Laufzeit der Preis der Aktie darunter steht, dann habe ich die Pflicht als Verkäufer der Option, 100 Stück dieser Aktien für 61 Dollar in mein Depot zu nehmen, also zu kaufen. Genau wie bei einer Limit Order. Alternativ, wenn am Ende der Laufzeit der Preis der Aktie hier über den 61 Dollar steht, dann verfällt die Option wertlos. Ich kaufe keine Aktien, aber der Clou ist, dass ich durch den Verkauf der Option immer eine Prämie erhalte. Und diese Prämie darf ich in jedem Fall behalten, egal ob ich die Aktie in mein Depot bekomme, also die Option angedient bekomme, oder ob die Option in diesem Fall wertlos verfällt. Bisschen anders ausgedrückt, ich bekomme die Zeit, die ich warte, dass die Aktie hier den günstigeren Preis macht. Ich weiß nie, ob sie das wirklich macht, aber ich bekomme diese Zeit bezahlt. Im Gegensatz zu einer Limit Order, wenn der Preis dann natürlich hier durch die Decke geht, dann habe ich gar nichts. Also ich habe keine Aktie, ich habe aber auch keine Optionsprämie bekommen. Wenn ich das mit einer Option löse, dann bekomme ich eben, wenn die Aktie am Ende jetzt hier sich verdoppelt, bekomme ich immerhin die Optionsprämie. Wenn sie nach unten läuft, bekomme ich genauso wie bei einer Limit Order die Aktie angedient, aber bekomme eben noch zusätzlich die Optionsprämie. So, das war jetzt mal der Cash Secured Put wirklich in kürzester Zeit erklärt. Und da kommen wir nämlich jetzt auch schon auf unseren 10-Punkte-Plan. Und der erste Punkt ist hier verstehen. Also es ist ganz wichtig, weil zu dieser Strategie, da gehören noch wirklich viele, viele Details dazu. Man sollte und darf die nicht einfach blind umsetzen. Die ist nicht besonders kompliziert, aber man muss doch noch eine ganze Menge an Sachen verstehen. Und dazu, zu diesem ersten Punkt verstehen, bevor ich den nicht abgearbeitet habe, darf ich auch mit den nächsten Punkten nicht weitermachen. So, damit ihr es ein bisschen einfacher habt, habe ich jetzt hier zum Beispiel mal den Cash Secured Put Block, den wir mal geschrieben haben, der sehr, sehr ausführlich ist. Also ihr seht hier ganz viele Beispiele und die Theorie mit der Praxis verknüpft, verlinkt. Da findet ihr schon mal ganz viele Informationen. Wer darüber noch ein bisschen tiefer gehen will, der kann sich auch zum Beispiel unser Live-Optionswochenende angucken, wo es rund um
alle Basics des Optionshandels geht, also wirklich komplett die Grundlagen gelegt werden und natürlich auch ein Fokus auf solche Investorenstrategien mit allen Details, Tipps und Kniffen, die es eben so gibt, behandelt werden. Und das findet diesmal online statt am 1. Oktober Wochenende. Also hier habt ihr schon mal zwei Quellen, wo ihr das Ganze dann recht schnell dieses Wissen aufbauen könnt. Dann kommen wir zum nächsten Punkt. So. Wenn ich einen Cash Secured Put mache, ich habe jetzt hier die Coca-Cola-Aktie ausgesucht, dann darf ich das nicht auf irgendeine Aktie machen. Wir erleben das relativ häufig, dass Cash Secured Puts wirklich auf die letzte Gurkenaktie gemacht wird. Und das hat eigentlich nichts mit einem Cash Secured Put zu tun. Denn ich muss mich beim Cash Secured Put immer fragen, möchte ich denn diese Aktie auch langfristig in meinem Depot haben? Würde ich sie auch direkt kaufen? Um auf das Beispiel mit der Coca-Cola-Aktie zurückzukommen. Ihr habt das gesehen. Also ich muss mir hier immer die Frage stellen, würde ich die Aktie zu diesem Preis kaufen? Vielleicht ist sie mir dann zu teuer, aber würde ich sie zu diesem Preis in mein Depot legen und idealerweise dann auch 10 Jahre liegen lassen? Und das ist eben der Punkt, Qualitätsaktien suchen. Ich muss mir vorher wirklich ausführlich Gedanken machen, worin investiere ich, und wer da natürlich auch eine Infoquelle braucht, dem kann ich an der Stelle unser Vermögensmagazin von Inside Markets empfehlen, wo wir uns eben vor allem um das Thema risikoarmes und trotzdem renditestarkes Investieren kümmern und hier auch immer eine Aktie des Monats vorstellen, Speziale haben mit unseren Lieblingsaktien, ein Musterdepot führen und so weiter und so fort. Also das ist der wichtige Schritt 2. Schritt 3 ist, jetzt habe ich vielleicht eine Liste an Qualitätsaktien, aber ich habe vielleicht noch gar keine Entscheidung getroffen, möchte ich die Aktie eigentlich tatsächlich auch wirklich haben? Ist der Preis, den zum Beispiel die Coca-Cola-Aktie mir an diesem Zeitpunkt hier mit $61, sagen wir mal, bieten würde, ist das eine Aktie, wo ich sagen würde, oder ist das ein Preis, wo ich sagen würde, okay, da würde ich die Aktie auch tatsächlich haben wollen? Das ist der nächste wichtige Schritt und nicht, dass man dann irgendwas macht. Das heißt, dass ich sage, ja, ich guck mal und wenn ich sie dann angedient bekomme, dann schaue ich mal weiter. Das wäre der falsche Schritt. Der nächste wichtige Schritt und eigentlich einer der wichtigsten Schritte ist Risiko- und Money-Management. Und wieder zurück auf die Coca-Cola-Aktie. Was bedeutet Risiko- und Money-Management hier? Ich bekomme bei einem Cash-Secured-Put immer 100 Aktien in mein Depot angedient. Und wenn ich jetzt hier einen Cash Secured Put bei einem Strike von 61 handle, dann heißt das, dass ich eine Aktie, wir werden das dann auch gleich nochmal, wir werden noch eine ausführliche Kalkulation zusammen machen, dass ich 100 Aktien mal $61 sind $6.100, dass ich das hier als Investment vorsehen muss. Für die finde ich ihn unter euch. Natürlich, hier wird noch die Optionsprämie berücksichtigt, aber das vernachlässigen wir jetzt mal. Also ich muss jetzt rund $6.000 erstmal haben, um überhaupt diese Aktie zu kaufen. Und da muss ich natürlich mir überlegen, okay, wie groß ist denn eigentlich mein Depot, beziehungsweise wie groß ist meine Cash-Position? Habe ich jetzt zum Beispiel 100.000 an Cash rumliegen, dann entsprechen diese $6.000 6% dieses Cash. Da würde ich erstmal sagen, das passt. Aber ich muss natürlich auch gucken, habe ich jetzt nur $5.000, dann kann ich mir theoretisch, auf Margin kann ich den Cash Secured Put handeln, aber eigentlich kann ich mir den gar nicht leisten, weil der Cash entspricht, also der notwendige Cash von hier, diesen 6.000, der ist ja größer als das, was ich tatsächlich Cash auf meinem Depot habe. Und dann muss ich mir natürlich auch überlegen, okay, habe ich vielleicht noch weitere Cash Secured Puts laufen? Und da ist es ganz wichtig, dass ihr euch da immer einen Überblick habt, dass ihr guckt, okay, ich habe da ein Cash Secured Put auf die Aktie, da einen auf die Aktie, auf die Aktie. Was passiert denn, wenn ich alle gleichzeitig angedient bekomme? Wie viel Cash brauche ich dann? Und wie viel habe ich in meinem Depot? Und da würde ich euch auch empfehlen, rechnet es einfach stur zusammen. Rechnet es euch nicht schön nach mit Laufzeiten. Ah, der läuft ja noch so lang und der läuft noch so lang. Zählt es einfach zusammen und vergleicht das mit eurer Cash-Position. Und diese Summe muss natürlich immer kleiner sein als die Cash-Position. So. Der nächste Punkt ist, jetzt kommen wir langsam an die Optionen. Also ich habe den Cash Secured Put verstanden, ich habe mir jetzt als Qualitätsaktie zum Beispiel die Coca-Cola-Aktie ausgesucht, soll keine Handlungsempfehlung sein. Ich habe gesagt, ich möchte sie, ich würde auch sie auch bei diesem Strike in dem Niveau von $60 kaufen und ich hätte auch das Geld dafür.
Jetzt gucken wir mal uns eine Laufzeit an. Und dazu springen wir in die Option Chain der Trader Workstation. Ihr seht jetzt hier die Trader Workstation bzw. die Optionskette und hier die Coca-Cola-Aktie eingestellt. Und hier können wir uns jetzt zunächst mal die Laufzeit der Optionen heraussuchen. Die Coca-Cola-Aktie hat auch Weekly-Optionen, das heißt mit wöchentlichem Verfall, immer an den jeweiligen nächsten Freitagen. Die blenden wir jetzt mal aus, weil für ein Cash-Ticket-Put, da sind wir eher langfristiger und ein bisschen piano unterwegs. Also wir handeln viele Weekly-Optionen in unserem aktiven Trading, aber jetzt für ein Cash-Ticket-Put ist es nicht unbedingt die beste Laufzeit. Sondern wir nehmen hier die Monatsoptionen, die sind auch deutlich liquider und wir sind zwar noch vorbörslich, aber wir bekommen die Preise auch ungefähr angezeigt, die gehandelt werden. Und hier einfach mal als Daumenregel, für uns ist ein Cash-Secured-Put meistens der erste, den wir gucken, der liegt so bei 50 Tagen. Und jetzt sehen wir hier, jetzt gibt es 16 Tage, 44 Tage, 79 Tage, also würden wir jetzt hier zum Beispiel mal bei 44 Tagen gucken. 16 Tage würde ich persönlich eher nehmen, wenn ich wirklich die Aktie, also deswegen seht ihr, es ist dann im Detail doch nochmal ein bisschen komplexer, wenn ich zum Beispiel die Aktie unbedingt haben möchte, wenn ich den maximalen Zeitwertverfall haben möchte oder wirklich mir sicher bin, zum Beispiel die Aktie dreht an dem Punkt, das sind da so verschiedene Überlegungen. Aber jetzt für einen klassischen konservativen Cash-Ticket-Put würde ich eher auf die 44 Tage gehen oder sogar hier auf die 80 Tage. Das sind so die beiden Laufzeiten, in denen ich mich bewege und wo wir dann jetzt auch gleich nochmal mit den Optionen ein bisschen schauen können. Jetzt kommen wir zum nächsten Punkt, das Delta. Also wir versuchen uns jetzt hier eine Option herauszusuchen und ich werde euch da auch verschiedene Möglichkeiten zeigen. Und eine Möglichkeit, die Optionen herauszusuchen, ist zum Beispiel nach dem Delta. Da gibt es auch kein Schwarz-Weiß, aber eine gute Daumenregel ist zum Beispiel, ich verkaufe eine Option immer an der ersten Standardabweichung. Sprich, es gibt eine Normalverteilung in der Optionskette und das zeige ich euch mal hier. Ich habe jetzt mal hier nur auf die Puts gewechselt und die erste Standardabweichung läge jetzt zum Beispiel hier, das seht ihr hoffentlich im Video auch, bei der leicht hellblauen Färbung, also bei 57,50. Das ist so eine gute erste Daumenregel. Das Delta wird jetzt hier nicht angezeigt, aber weil wir vorbörslich sind, aber das ist ungefähr bei 16. Und das heißt, in diesem Bereich 57,50 und 60, da könnte ich mir meine Optionsprämie grundsätzlich suchen. So, und jetzt gucken wir nochmal in den Chart zurück und wir haben uns ja gesagt, okay, wir würden zum Beispiel hier bei diesem Preisniveau bei 61 herum oder eben zum Beispiel, wenn wir jetzt das runterscrollen auf 60, da würden wir zum Beispiel sagen, okay, die Aktie ist für uns kaufenswert. Und jetzt der Blick in die Optionskette zeigt ja, dass ihr jetzt zum Beispiel sagen könntet, okay, bei 60, bei dem Strike, Put-Strike von 60, da könnte ich die Option verkaufen, zum Beispiel mit einer Laufzeit von 79 Tagen. Das wäre jetzt hier an der ersten Standardabweichung und, jetzt kommen wir eben zum nächsten Punkt, da bekomme ich eine gewisse Optionsprämie. In diesem Fall beträgt die Optionsprämie hier gut 1,10 Dollar. Diese 1,10 Dollar, die braucht man dann gleich, mal 100 entspricht 110 Dollar Optionsprämie. Das ist die Variante, die ich bei 79 Tagen zum Beispiel nehmen könnte, eben in der Kombination. Ich habe mir eine Laufzeit ausgesucht, ich habe gesagt, ich möchte hier an der ersten Standardabweichung verkaufen, ich habe mir eine Chartmarke ausgesucht, die eben hier jetzt bei 60 ungefähr passt und das wäre jetzt die Option dazu. Wir können jetzt mal das Spiel auch machen, indem wir hier auf die andere Laufzeit springen, auf die 44 Tage und machen da das gleiche Spiel, gucken hier bei einem Strike von 60, der ist auch hier an der ersten Standardabweichung und da würde ich jetzt aber hier, weil die Laufzeit kürzer ist, nur eine Optionsprämie von knapp 60 Dollar erzielen. Und hier ist nochmal ein zweiter Punkt, den man grob als Daumenregel formulieren kann. Neben der Laufzeit, neben dem Delta und so weiter, so eine Optionsprämie sollte immer mindestens 50 Dollar betragen. Weil wenn diese Optionsprämie einfach zu klein ist, wenn ich jetzt hier mit 20 Dollar Optionsprämien anfange, dann bin ich in so einem Klein-Klein, ich habe ja noch Gebühren, ich habe den Spread, da lasse ich einfach zu viel Geld an dieser Prämie, da knabbert zu viele Komponenten, knabbern an dieser Prämie dran, dass das für mich keinen Sinn macht. Okay. Und jetzt halten wir einfach mal diese Prämien fest und springen in unsere Excel zurück. Mal die Zeichnung wieder weg und gucken, was der nächste Punkt ist im Plan.
Rendite kalkulieren. Und dazu habe ich ein Kalkulationssheet vorbereitet, wo wir mal verschiedene Kennzahlen für diese Aktie eingeben können. Und das werden wir jetzt mal zusammen machen. Und zwar muss ich brauchen wir dafür ein paar Informationen. Ich verlinke euch auch das Kalkulationssheet in der Videobeschreibung, dann habt ihr da die Infos beisammen. Zunächst mal, ich habe hier die Aktie Coca-Cola ausgesucht. Anzahl der Aktien sind immer 100 Stück beim Cash-Ticket-Put. Und dann habe ich aber auch für zum Beispiel so eine Coca-Cola-Aktie, trifft nicht für jede Aktie zu, eine Dividende. Die Dividende bekomme ich zum Beispiel über Tools wie Finviz. Und ihr seht hier unten, gibt es eine Dividende pro Aktie von $1,76. Also tippe ich das hier ein, 1,76. Dann brauche ich den aktuellen Kurs. Auch den kann ich über Finviz mir raussuchen, $63,64. Das heißt, jetzt komme ich zum der ersten Metrik. Wenn ich jetzt die Aktie direkt kaufen würde, würde sie mir bei 100 Stück $6,364 kosten. Und ich bekomme damit auch eine Dividendenrendite, einfach Dividende durch den aktuellen Kurs geteilt, beziehungsweise von 2,77%. Das sind im Jahr $176. Jetzt hatte ich meine erste Put-Option herausgesucht. Die hat einen Strike von 60 und hatte eine Prämie von $110. 1,1. Also $1,10 pro Aktie sind $110. Und diese Information habe ich ja hier aus der Optionskette herausgenommen. 60er Strike, knapp $110 Prämie bei 79 Tagen. Und diese Information fehlt mir hier noch, 79 Tage. Das heißt, wenn ich jetzt die Aktie am Ende der Laufzeit angedient bekomme, dann muss ich hier ein Investment von $6,000 aufwenden, um die Aktie zu kaufen. Im Vergleich immer dazu, hier die Investitionsbasis, wenn ich sie direkt kaufen würde, 6.364. Jetzt gibt es zwei Fälle. Der Fall 1 ist, die Aktie steht über dem Strike am Ende der Laufzeit. Dann verfällt die Option wertlos. Was darf ich behalten? Die Optionsprämie von $1,10 bzw. $110, was einer Cashflow-Rendite entspricht, also auf mein eingesetztes Kapital von $6,000, weil das ist ja die Investitionsgröße, die wir benötigen, um die Aktie im Zweifel zu kaufen, von 1,8%. 1,8% klingt nicht wahnsinnig sexy, aber das war ja in 79 Tagen. Und das kann ich jetzt dann mehr aufs Jahr hochrechnen, dann entspricht das schon 8,5%. Der andere Fall ist, die Aktie steht am Ende der Laufzeit unter dem Strike, die Aktie wird eingebucht, die Optionsprämie darf ich aber vollkommen unabhängig davon behalten. Und damit kaufe ich dann die Aktien für $6,000 und jetzt haben wir es hier genauer gemacht, ich darf ja aber die Optionsprämie davon abziehen, also ich darf die ja auch zusätzlich behalten. Das heißt, meine reale Investitionsbasis sind $5,890. Und damit könnt ihr dann auch ausrechnen, okay, ich habe ja dann die Aktie günstiger gekauft, die zahlt aber trotzdem $1,76 Dividende, die wir ja hier oben ausgerechnet haben, und also außer sie wird gekürzt. Und damit beträgt meine neue Dividendenrendite schon fast 3%. Vorher war sie nur 2,77%. Wichtiger noch, der Discount, also ich bekomme ja die Aktie günstiger, beträgt hier 7,4%. Und da wieder dieses Eingangsargument, ich warte auf einen günstigeren Preis der Aktie, auf einen Discount der Aktie und werde dafür bezahlt. Jetzt haben wir aber gesehen, okay, wir könnten aber auch die kürzere Laufzeit nehmen. Das machen wir jetzt hier. Ich habe jetzt einfach das Datenblatt kopiert, weil die meisten Informationen bleiben gleich. 100 Stück, Dividende und so weiter, das bleibt alles gleich. Nur die Optionsprämie ändert sich und die Laufzeit. Also springen wir nochmal in die Optionskette zurück, gehen hier auf die 44 Tage. Hier hat man auch den 60er Put ausgesucht. Aber nur mit 44 Tagen und einer Optionsprämie von, nehmen wir hier wieder die Mitte, knapp $63. Also 0,63 als Prämie und $44. Die Kostenbasis ist wieder die gleiche. Ich muss $6,000 bezahlen, wenn ich die Aktie in mein Depot gebucht bekomme. Aber wie ist jetzt wieder der Fall 1? Aktie steht über dem Strike. Ich darf die Optionsprämie vollständig behalten, $63 darf ich behalten. Das entspricht einer Cashflow-Rendite von 1,1%. Also diese $63 durch die $6,000 sind 1,1%. Vorher hatten wir 1,8%. Aber vorher hatten wir aufs Jahr hochgerechnet 8,5%. Jetzt haben wir 8,7%.
Warum? Wir haben zwar hier eine kleinere Cashflow-Rendite, haben aber ja auch eine kürzere Restlaufzeit. Also das heißt, wir könnten, wenn wir dieses Spiel immer wieder wiederholen, könnten wir diesen Trade sehr oft machen und damit kommen wir dann eben trotz kleinerer Prämie hier auf eine sogar ein bisschen höhere jährliche Cashflow-Rendite. Fall 2 wiederum, Aktie steht unter dem Strike, dann darf ich die Option, also die Optionsprämie darf ich trotzdem behalten, bekomme aber die Aktie ins Depot gebucht und habe dann damit ja, vergleichbare KPIs wie in der Variante davor. Diesmal habe ich eben 6,7% Discount, vorher hatte ich 7,4% Discount. Das ist meistens so, dass wenn die Cashflow-Rendite höher ist, dass dann der Discount ein bisschen niedriger ist. Und da kann ich dann auch mir aussuchen, eben wenn ich solche Renditekalkulationen mache, ist mir der Cashflow wichtiger oder ist mir der Discount wichtiger? So, das mal in aller Schnelle die Rendite kalkuliert. Dann das nächste Punkt ist das Trade Management. Und ehrlicherweise ist es beim Cash Ticket Put ziemlich einfach. Da muss ich eigentlich gar nichts machen, weil entweder bekomme ich die Aktie angedient oder ich bekomme sie, die Option verfällt wertlos und ich darf den Gewinn vollständig behalten. Es gibt aber trotzdem ein paar Dinge, die man machen kann, nicht muss, aber kann. Zum Beispiel machen wir das auch so, wenn eine Option nach einer gewissen Laufzeit, ich verlinke euch das auch noch dazu oder mehr Material dazu, nach einer gewissen Laufzeit, zum Beispiel die läuft 60 Tage und nach 10 Tagen ist zum Beispiel schon 50% im Gewinn, dann schließen wir die Option vorzeitig und machen einen neuen Trade auf. Genauso ist es manchmal, ist eher die Ausnahme, aber manchmal, wenn ja auch die Option zum Beispiel gegen uns läuft, also der Preis läuft gegen unsere Option, wir haben mehrere Cash Ticket Puts offen, dann rollen wir auch gerne mal die Option. Das heißt, wir schließen die und machen die in einer neuen Laufzeit auf. Das alles gehört zum Thema Trade Management, kann man beim Cash Ticket Put eigentlich auch weglassen, aber es ist eben wichtig, dass man den auch mal drin hat. So, jetzt haben wir vielleicht den Trade abgeschlossen. Dann ist es auch immer interessant, dass ich eine Analyse mache. Das heißt, ich hole mir, ich habe mir zum Beispiel hier damals, jetzt habe ich heute den Cash Ticket Put aufgesetzt, schreibe mir hier noch ein paar Sachen rein, mache einen Screenshot davon, druck mir das als Zettel aus, heft es irgendwo ab, wie auch immer. Und jetzt gucke ich mir zum Beispiel nach einem Vierteljahr mal an, war das eigentlich eine gute Entscheidung? Wie hat sich die Aktie seitdem entwickelt? War mein Einstiegskriterium eigentlich gut? War die Aktie vielleicht fundamental zu teuer? War sie eigentlich ein guter Deal? Das gehört alles zum Thema Analyse dazu. Den Punkt macht keiner, aber es ist eigentlich derjenige, wo man am meisten lernt, wo man dann auch nochmal Revue passieren lassen kann. Wenn ich zum Beispiel gerollt habe, habe ich das richtig gemacht und so weiter und so fort. Und dann fängt das ganze Spiel wieder von vorne an. Ich suche mir, okay, den Verstehen-Punkt kann ich dann vielleicht überspringen, wenn ich jetzt hier Erfahrung habe, aber ich suche mir dann wieder eine Qualitätsaktie, die ich handeln möchte und fange dann damit wieder von vorne an. Und das ist der 10-Punkte-Plan, wie wir Cash Secured Puts in der Praxis umsetzen, wie wir es auch Neueinsteigern empfehlen, dass sie sich da wirklich entlang hangeln. Und mir ist bewusst, dass das jetzt für jemanden, der von der Thematik noch, ich sag mal, wenig gehört hat, viel Information ist. Wer sich das bequem machen möchte, der kann sich wirklich einfach unseren Termin mal hier angucken, weil hier ist es quasi alles kompakt dargestellt mit einer ganzen Latte an Unterlagen. Schritt für Schritt durch den Optionshandel wird da durchgegangen mit der praktischen Anwendung eben zum Beispiel mit solchen Investorenstrategien wie dem Cash Ticket Put, Covered Call und so weiter und so fort. In dem Sinne, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und ich freue mich aufs nächste Video mit euch. Bis bald!